Ich muss was erledigen, Morphe. Aber es ist geheim. Du kannst nicht mitkommen. Morphe, komm mit. Nein, Morphe. Das ist nicht erlaubt. Auf Wiedersehen, Morphe. Mila! Oh, was ist los, Morphe? Papa, weiß wohin, Mila? Nein, tut mir leid, Morphe. Mila hier? Was? Nein, Mila ist nicht hier. Sie ist nicht hier. Mila nicht hier? Na, Morphel. Wo ist Mila? Morphel weint? Mila! Nicht in meiner Stadt. Komm schon, Morphel. Ich wette, Mila wartet zu Hause auf dich. Nicht so schnell, Morphel. Du hast noch gar nicht im Hinterhof gesucht. Überraschung! Mila! Happy Birthday, Morphe! Jetzt öffne dein Geschenk! Ja, Miss Edge! Gerechtigkeit schläft niemals, aber du musst schlafen von 9 bis 7. Zeit für Verbrecherjagd! Gleich nach dem Zähneputzen. Hallo, Papa! Fährt zurück! Hi, Mila und... Morphel? Du bist so schmutzig. Was habt ihr gemacht? Also, zuerst haben wir eine Dame getroffen, die uns gefragt hat, ob wir ihr helfen könnten, ihren Hut zu finden. Ich habe meinen Hut verloren. Könnt ihr mir suchen helfen? Morphe hat sich in einen Suchhund verwandelt und hat überall nach dem Hut gesucht. Morphe hat gefunden Hut. Ja, die Dame war so glücklich, als Morphe ihr den Hut gebracht hat. Und dann haben wir Mechaniker Joe getroffen. Morphe, ich brauche deine Hilfe. Mein Abschleppwagen ist kaputt. Morphe verwandelt sich in einen Elefanten. Und in einen Triceratops. Und in einen Roboter. Danke dir, Morphe. Hättet ihr das Auto nicht abschleppen können? Ja. Aber Bauarbeiter Lawrence! Dann hat Bauarbeiter Lawrence uns um Hilfe gebeten.
Ich hab meinen Bohrer auf dem Gebäude vergessen. Morphy Kran! Die Baustelle war sehr, sehr schlammig. Danke dir, Morphy. Gut gemacht, Morphy. Aber jetzt brauchst du dringend ein Bad. Bad? Morphy, ich mag Bad. Morphy, komm zurück. Komm schon, Morphy. Es ist nur ein Bad. Bad? Morphy, ich mag Bad. Hab dich. Oh. Wo ist der hin? Wenigstens nimmt Morphy jetzt auch ein Bad. Morphy mag Bad! Was? Jetzt gefällt es dir? Hallo, Polizei-Officer Fries. Ich konnte es nicht erwarten, dich abzuholen. Los geht's! Was? Was? Wohin bringst du Mila? Ich bringe Mila ins Gefängnis. Kein Strafzettel. Ich will hier wirklich nicht allzu lange bleiben. Morphy, hilf dem Polizisten mehr! Weg! Weg, sag ich! Raus aus meinem Garten! Was machst du denn hier, Morphy? Was machst du denn? Du sehr gemein zu Vögel! Morphy, Polizeiauto, du geh in Gefängnis! Du kannst nicht Leute einfach ins Gefängnis bringen, Morphy! Was? Das war echt lustig. Oh Mann! Ha, viel Müll! Oh, wie toll! wo sind meine Reifen hin?
Was? Ein Strafzettel wegen Müll? Ich darf nicht auf das Gras in einem Park? Warum sollte ich... Morphe gibt dir Strafzettel. Das ist doch unglaublich. Kinder heutzutage. Das ist toll. Einfach toll. Das war toll. Ab jetzt wirst du immer dran denken. Bleib auf freiem Fuß. Hä? Morphe? Mila! Nicht im Gefängnis? Nein, ich war nie im Gefängnis. Polizeiofficer Freeze hat mich rumgeführt in der Polizeistation. Oh! Aber Morphe wollte befreien Mila. Dann Morphe bringt Verbrecher in Gefängnis. Was? Oh nein. Du kannst nicht einfach so Leute verhaften, Morphe. Ich hatte viel Spaß mit unserem winzigen roten Freund. Brauchst du vielleicht Hilfe, Papa? Morphe kann sich in allerhand Werkzeug verwandeln. Das wäre großartig. Puh, diese Hütte zu bauen ist viel Arbeit. Morphe, verwandle dich in einen Hammer. Wow, das sieht toll aus, Morphe. Wenn auch ein bisschen klein. Keine Sorge, wir machen sie größer. Richtig, Morphe? Okay, dann fange ich mal an, innen zu streichen. Ah, das ist perfekt. Zeit für eine kleine Pause. Wir brauchen noch ein Stockwerk, Morphe. So hat Papa gleich noch mehr Platz. Hey Mila, was macht ihr da? Wir bauen eine Hütte. Das wird die beste Hütte überhaupt. Also, wenn ihr die allerbeste Hütte haben wollt, braucht ihr eine Rutsche. Und einen Balkon. Das stimmt. Jetzt probiere die Hütte so hoch wie nur möglich zu bauen.
viel besser. Ja, das ist jetzt die beste Hütte überhaupt. Irgendwie fehlt noch immer was. Was ist passiert? Papa, was hältst du von deiner neuen Hütte? Hol mich hier runter. Na klar, wir haben vergessen, eine Leiter anzubauen. Keine Sorge, Papa, wir kümmern uns. Morphe, lass uns noch mehr Holz holen. Nein, lasst mich nicht allein. Mila, Morphe, seid ihr noch da? Nein. Da, bitte sehr. Zwei kleine Roboter, wie bestellt. Perfekt. Wie bitte? Oh, nichts. Danke. Auf Wiedersehen. Hast du alles dabei? Ja. Perfekt. Also, schauen wir mal, ob es funktioniert. Schau, es sind die Banditen. Schau, es sind die Banditen. Dieser Plan wird hervorragend funktionieren. Psst, Morphe. Mila! Wo ist dein Ball? Vergiss den Ball. Wir spielen jetzt ein anderes Spiel. Nun, komm mit mir mit. Okay. Morphe, du wolltest den Ball auch holen? Nein. Oh, willst du ein anderes Spiel spielen? Nein. Oh, okay. Willst du nach Hause gehen? Nein. Hast du eine andere Idee? Nein. Morphe, hol die Eiscreme. Mila, nicht spielen! Mila? Du benimmst dich sehr seltsam, Morphe. Du willst dich auch gar nicht verwandeln. Nein. Du sagst immer nur nein, nein, nein. Papa, Morphe ist komisch. Aber Mila, das ist wirklich nicht nett von dir. Hi, Morphe, wie geht's? Nein. Willst du denn Eiscreme haben? Nein. Kein Eiscreme? Da stimmt was nicht. Oh nein, das tut mir leid, Morph. Hey, warte mal kurz. Na, ich sag's doch, dieser Morphe ist nicht echt. Die Banditen. Morphe, wirklich holen Ball? Ja, Morphe, du holst den Ball jetzt. Oh, sieh ihn dir an. Er macht sich bereit. Oh, hey, Morphe. Willst du mit uns Ball spielen? Hey! Papa, da drüben! Oh nein, es ist Milas Dad. Bleib cool, Jorn. Hey, Mila. Was machst du da? Ja, weißt du, Mädchenzeug. Psst, Morphe, hier drüben. Na gut, dann. Mach du nur. Bis später, Mila. Wiedersehen, Papa. Sehr gut, Jorn. Es folgt jetzt der nächste Streich. Morphe? Bemal die Wand. Nein. Nein. Gib mal her. Morph ihn ein. Ein Polizeiauto. Nein. Ein Feuerwehrauto. Nein. Dann ein Elefant. Nein.
Diese Giraffe sieht krank aus, Morphle. Oh, Mila, Morphle, wie schrecklich. All die Tiere hier haben die Tiergrippe und müssen dringend zum Doktor. Wir können helfen, Zoowärter Kenneth. Morphle, verwandle dich in einen Krankenwagen. Kommt rein allesamt. Euch wird es schon bald deutlich besser gehen. Bist du nicht froh, dass die Tiere jetzt beim Doktor sind, Zoowärter Kenneth? Doch, natürlich. Ich bin froh darüber, Mila. Aber heute Nachmittag kommen eine Menge Leute zum Zoo. Und da werden keine Tiere sein, die sie besuchen können. Ich denke, ich weiß, was wir tun können. Los geht's zum Zoo. Morphle, verwandle dich in ein Känguru. Großartige Idee, Mila. Das könnte funktionieren. Schau, Großmutter, ein Känguru. Das ist dein Lieblingsplatz. Wow, das war fantastisch. Affen. Hey, ist denn jemand zu Hause? Keine Elefanten. Eigenartig. Schnell, Morphle, du musst zu einem Affen werden. Nein, Elefant ist viel wichtiger. Mach etwas, Morphle. Hallo, Affen. Was? Ein Elefant? Da steht, dass du eigentlich ein Affe bist. Sagten Sie Elefant? Wo ist er? Was? Morphle, verwandle dich in einen Delfin. Und einen Löwen. Wo sind die Papageien? Sind die Krokodile noch am Schlafen? Morphle, du musst dich schneller verwandeln. Was für ein fantastisches Tier. Das ist das coolste Tier überhaupt. Gut gemacht, Morphle. Yippie! Komm, wir bauen noch mehr.
du etwa auch ein Haus? Okay, dann bauen wir noch ein Hundehaus, Morphe. Was ist das für ein Lärm in meinem Garten? Hi, Mr. Wenderboost. Wir bauen ein Hundehaus für Barky. Ihr macht viel zu viel Lärm. Los, raus aus meinem Garten. Hi, Herr Eichhörnchen. Sollen wir dir etwa auch ein Haus bauen? Wir folgen dir. Morphe, verwandle dich in einen Müllwagen. Ist das dein Baum? Okay, lass uns ein Eichhörnchenhaus bauen, Morphe. Schildkröte, keine Sorge, wir tun dir nicht. Schildkröte will Haus auf? Die Schildkröte hat doch bereits ein... hast du? Mal sehen, wo sie hin will. Komm schon, Barky. Du hast doch hier schon ein tolles Haus. Entschuldigt, dass ich euch weggeschickt habe, Mila und Morphel. Barky wollte unbedingt dieses Haus. Wollt ihr immer noch ein Hundehaus bauen für Barky? Ja! Ich denke, ich habe eine Idee. Was ist das? Haus ohnehin nicht genutzt. Aber mein Garten.